herzlich willkommen zum Tag der Entscheidung, zu einer epischen Schlacht zwischen der chinesischen Schönheit, dem Seagull 1963 Chrono und dem verwegenen Abenteurer, der Speedmaster Only Watch Worn on the Moon, hier bei Mr. B im Channel. Wer wird blutend vom Schlachtfeld kriechen? Ihr werdet es erleben nach dem Intro. Bis gleich, viel Spaß! Okay, dann lasst uns mal die Kategorien anschauen, in denen ich die beiden Ohren gegeneinander antreten lassen möchte. Wir gucken uns natürlich, wie sollte es anders sein, die Historie an, schauen mal auf die Uhrwerke, gucken, wie die Uhr overall bedienbar ist, schauen uns die Verarbeitung und das Tragegefühl an, bewerten die Vielseitigkeit, das Design, schauen mal, wo der Service und die Servicemöglichkeiten bei beiden Uhren liegen und sprechen natürlich über den Preis. Okay, dann lasst uns mal die Runde einstarten mit dem Thema Historie. Die Speedmaster erschien im Jahr 1957 ursprünglich als Racing Chronograph und im bekannten Broad Arrow Design. Im Jahr 1965 wurde sie dann offiziell von der NASA als Uhr für die besatzte Raumfahrt und die Apollo-Mission anerkannt und eingesetzt. Seagull kaufte in den 60er Jahren die Firma Venus in der Schweiz auf und zog somit sehr viele Maschinen und Gerätschaften mit rüber nach China, um vor Ort Uhren produzieren zu können. Im Jahr 1962 trat die chinesische Luftwaffe an Seagull heran mit der Bitte, einen Chronographen für deren Piloten zu entwickeln. 1963 hat Seagull diesen vorgestellt. Ihr seht, historisch sind beide Uhren durchaus interessant. Ich würde sagen, von meiner Seite aus sehe ich die Speedmaster durchaus etwas vorne. Ich sag mal, Luftfahrt unterliegt der Raumfahrt, ist halt noch ein bisschen spannender, ist aber auch ein bisschen persönliches Empfinden. Nichtsdestotrotz erhält die Speedy hier den ersten Punkt. Kommen wir zur Runde 2, dem Uhrwerk. Beide Uhren verfügen über einen Handaufzug. Die Gangreserve bei der Speedmaster liegt zwischen 42 und 48, bei der Seagull zwischen 40 und 45 Stunden. In der Speedmaster werkelt ein Kulissenschaltwerk. Die Seagull läuft mit einem Schaltrad-Chronographenwerk. Das Finish beider Uhren ist schön, allerdings ist da die Speedy auch preisgemäß durchaus auf einem höheren Level. Klar, die Seagull hat blaue Schrauben, aber eben nicht gebläute, was aber auch zu dem Preis nicht verwunderlich ist. Overall sehe ich zu dem, was man fürs Geld bekommt, aber beide Uhren gleich auf. Das heißt, hier geht ein Punkt an die Seagull und ein Punkt an die Speedmaster. Dann lasst uns mal die Runde 3 starten, Bedienbarkeit. Beide Uhrwerke sind overall gut zu bedienen. Was ich bei der Speedmaster schätze, ist, dass man beim Start und Stopp des Chronos sowie beim Zurücksetzen sehr gute Druckpunkte hat. Bei der Seagull hat man bei dem Start-Stopp ebenfalls einen sehr guten Druckpunkt. Beim Zurücksetzen der Stoppsekunde auf 0 fühlt sich das Ganze aber etwas schwammiger an. Gut, Schaltrad-Chronograph sieht von der Funktionsweise durchaus interessant aus, aber overall ist das Thema Bedienbarkeit, was die Chronographenfunktion angeht, bei der Speedmaster etwas besser zu sehen. Wo die Speedmaster allerdings verliert, ist beim Thema Handaufzug. Die Krone der Speedy ist wirklich klein gehalten. Die Griffigkeit ist nicht wirklich gut gegeben. Es ist also durchaus etwas schwerer, diese Uhr aufzuziehen. Was bei der Seagull, sorry Omega, einfach besser ist. Die Krone der Seagull ist wirklich sehr, sehr griffig. Sie ist deutlich größer und dadurch lässt sich die Uhr
overall deutlich besser aufziehen, was auch beim Bereich Bedienbarkeit zu einem Gleichstand führt. Die Chronographenfunktion ist bei der Speedy besser, aber der Handaufzug ist bei der Seagull besser bedienbar, also ein klares 1:1. Okay, auf geht's in Runde 4 und in das Thema Verarbeitung. Während die Seagull ein komplett poliertes Case hat, verfügt die Speedmaster über gebürstete und polierte Flächen und Anfasungen in den einzelnen Bereichen. Overall, und das ist nun einfach, ich sag mal, in dem Price Point eine recht einfache Entscheidung, gewinnt hier definitiv die Speedmaster, weil das Finish ist deutlich aufwendiger gestaltet und besser. Die Bohrungen für die Federstärke sitzen korrekt, die Federstege als solche sind ordentlich gearbeitet und da fehlt es halt einfach ein bisschen bei der Seagull. Die Federstegbohrungen sind nicht sauber gesetzt, funktionieren gut, es ist kein Thema, aber halt nicht so schön und sauber und ordentlich gesetzt wie bei der Speedmaster. Das Gehäuse ist in Anführungsstrichen nur poliert. Ja, auch eine gute Politur ist schwer, aber ist halt immer noch einfacher herzustellen als den Übergang von unterschiedlichen Flächen in Phasen und das Ganze dann zu polieren bzw. zu bürsten. Das heißt, in Bezug auf die Verarbeitung liegt die Speedy vorn. Okay, Runde 5 mit dem Thema Tragegefühl. Das ist natürlich durchaus ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Da zählt natürlich auch immer so persönliche Präferenz mit rein. Nichtsdestotrotz, die Seagull ist vom Gehäuse deutlich kleiner als die Speedmaster. Ist sehr, sehr leicht. Die Speedmaster sitzt ein bisschen höher auf dem Handrücken, thront ein bisschen mehr oben, ist deutlich schwerer als die Seagull. Von daher würde in Bezug auf das Tragegefühl am NATO-Band für mich die Seagull vorne liegen. Also ein Punkt für die Seagull, 0 für die Speedy. Aber fairerweise muss man dazu sagen, beide tragen sich overall gut. Nur im direkten Vergleich sehe ich die Seagull vorne. Okay, lasst uns in die 6. Runde gehen und über das Thema vielseitig sprechen. Und hier nehme ich es gleich vorweg, da gibt es ein Unentschieden, weil beide Uhren sind sehr vielseitig, was am klassischen Case liegt und ich sag mal an der Gestaltung im Allgemeinen. Die Seagull wie die Speedy sehen einfach sehr, sehr gut an unterschiedlichen Leder, NATO oder auch Perlonbändern aus, lassen sich zu wirklich unterschiedlichsten Stilen und Kleidungsstilen kombinieren. Von daher ein Punkt für die Speedy, ein Punkt für die Seagull. Ich denke mal, das ist, war schon ja, ein guter Zweikampf und da sind beide gleich auf. Dann lasst uns mal in die nächste Runde gehen und über das Design sprechen. Da sind auch beide Uhren wieder gleich auf. Das Design bei beiden ist zeitlos, ist sehr klassisch. Mir gefällt bei der Speedmaster diese klare technische Gestaltung, wo mir bei der Seagull halt dieser Kontrast von den blauen und den roten Zeigern zum cremefarbenen Ziffernblatt sehr gut gefällt, beziehungsweise das Zusammenspiel von Indizes und Zahlen in diesem Rose-Gold-Ton. Im Großen und Ganzen auch hier wieder ein 1:1. Beide Uhren sind klassisch und sehr schön designt und ich denke mal, das kann man auch anerkennen. Kommen wir in die 8. und vorletzte Runde und sprechen über das Thema Service. Das ist natürlich so ein Thema. Omega bietet mehrjährige Garantie international an. Bei der Seagull, ich habe sie jetzt über einen Online-Shop gekauft, habe ich erstmal 2 Jahre Garantie. Aber je nachdem, was mit dem Uhrwerk los ist, kann man sie in den Service geben, gegebenenfalls auch zum freien Uhrmacher. Ich kann allerdings nicht genau sagen, wie leicht sich hier Ersatzteile beschaffen lassen. Das ist einfach bei der Speedmaster besser gegeben. Von daher geht von meiner Auffassung her der Punkt Service an die Speedmaster. Kommen wir zur letzten Runde, zur 9. und zum Thema Preis. Und ihr werdet es euch gedacht haben, hier gewinnt auf jeden Fall die Seagull, ein Column Wheel oder ein Schaltrad Chronograph für unter 300 Euro
ist eine Kampfansage, da kann die Speedmaster nicht mithalten, will sie auch nicht, soll sie auch nicht, aber in diesem Zweikampf geht der Punkt auf jeden Fall an die Seagull. Okay, und ihr seht es, wir haben hier 6 Punkte für die Seagull, 7 Punkte für die Speedmaster. Overall eine sehr knappe Entscheidung. Gut, ich bin da auch sehr viel mit Bauchgefühl dran gegangen. Man kann da auch sehr gerne drüber streiten mit mir. Beide Uhren haben halt ihre eigene Daseinsberechtigung. Zum einen bietet die Seagull für das Geld wirklich verdammt viel Uhr. Das Teil macht wahnsinnig viel Spaß, hat kein Problem, sich gegen die Speedmaster oder auch meine GMT Master 2 durchzusetzen von der Tragezeit. Beide Uhren lassen sich gut kombinieren. Klar, in Bezug auf die Haptik, auf die Verarbeitung liegt die Speedmaster nun mal ganz klar vorne. Da hat sie ihre Punkte geholt. Und ja, overall für mich ein sehr interessantes Battle, ein sehr interessanter Zweikampf. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so ganz knapp ausfällt. Ich hoffe, euch hat das Ganze genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr kennt das, wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, akzeptiere ich Daumen unten. Für Kommentare und Anregungen bin ich offen, also hinterlasst was in der, im Kommentfeld unten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein richtig schönes Wochenende, einen schönen Samstagnachmittag und sage bis bald.